Ich möchte verstehen, warum die Bahn so schlecht funktioniert. Wie läuft's mit der Bahn? Wie läuft's mit der Bahn? Immer verspätet. Unsere Prognose wurde jetzt auf ca. 50 Minuten erhöht. Die Türen werden jetzt hier freigegeben. Fakt ist, wollen wir unsere Klimaziele erreichen, müssen wir runter von der Straße, rein in die Bahn. Es geht darum, nachhaltige Lösungen für die Mobilitätsbedürfnisse von morgen zu entwickeln. Prognose ist jetzt plus 70 Minuten. Als Alternative zum Auto wäre schon gut, dass sie pünktlich kommt, die Bahn. Die Verzögerung wurde jetzt hier schon auf 90 Minuten erhöht. Faszinierendes Beispiel dafür, was modernste Eisenbahntechnik in Deutschland leisten kann. Wo sind die kreativen Lösungen für eine klimafreundliche Verkehrspolitik? Es wäre sehr wichtig, weil Leute dann auch mehr Zug fahren würden und vielleicht auch umsteigen würden vom Auto. Aber so ist es halt schwierig. Unsere Prognose wurde jetzt auf 2 Stunden 120 Minuten erhöht. Die Bahn könnte eine Klimaheldin sein. Doch was bremst die Bahn? AktivistInnen von Greenpeace riegeln das Verkehrsministerium in Berlin ab. Wie ein Tatort. Wir stehen hier gerade vor dem Bürofenster von Verkehrsminister Wissing. Wir sind hier, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Wer jetzt nicht handelt, macht sich schuldig. Greenpeace pocht auf das deutsche Klimaschutzgesetz. Da steht drin, bis 2030 müssen wir die CO2-Emissionen senken. Um 65% gegenüber 1990. Wer Klimaschutzgesetz bricht, wer Handlungsmacht hat und die nicht nutzt, der begeht Klimaverbrechen. Das heißt, im Berliner Ministerium sitzt derjenige, der mehr machen kann und aus Ihrer Sicht mehr machen muss? Mehr machen muss, das ist nicht irgendwie eine freundliche Aufforderung, sondern das ist ein Gesetzesbruch, den er da begeht. Schwere Vorwürfe der AktivistInnen. Das Tempo muss anziehen. Soll der Verkehrssektor die Klimaziele schaffen, müssten die Emissionen 14 Mal so schnell sinken wie bisher. Letztes Jahr wurde das CO2-Sparziel aber im Gegenteil um 11 Millionen Tonnen verfehlt. Ich habe auf jeden Fall Verständnis für die Sorgen, vor allen Dingen junger Menschen, dass das Weltklima in Schieflage geraten ist. Und deshalb arbeitet das Ministerium mit Hochdruck daran, dass diese Probleme angepackt werden. Die Probleme mit der Bahn sind beträchtlich. Ein marodes Netz, veraltete Technik, zu wenig Personal. Michael Theurer und sein Chef, Verkehrsminister Volker Wissing, wissen das längst. Ich will diese Probleme angehen und lösen, indem ich sie zur Chefsache mache. Chefsache also. Die Bahn muss zum Rückgrat der Mobilität werden, auch im ländlichen Raum. Steht im Koalitionsvertrag. Meint Deutschland es jetzt endlich ernst mit den Klimazielen? Die Bahnoffensive im Allgäu sieht aktuell so aus. Für den Weg zur Arbeit von Kaufbeuren nach München nimmt Thorsten Krull, immer wenn es drauf ankommt, das Auto, nicht die Bahn. Es ist so, dass von 10 Mal, 6 Mal die Bahn einfach den Anschluss nicht halten kann oder zu spät kommt. Das kannst du natürlich auch in der Führungsposition nicht bringen, dass du ständig nicht da bist oder zu spät bist. Sobald er morgens Termine hat, ist alles, selbst das hier, berechenbarer als die Bahn. Wir sind jetzt hier am Ende von der Autobahn A96. Und hier stehst du immer im Stau, in der Regel so 15, 20 Minuten. Die Wartezeiten hier sind natürlich schon einkalkuliert. Und ja, klimamäßig ist das natürlich ein Horror. Gut 10 Kilo CO2 haben wir gleich rausgeblasen auf den gut 90 Kilometern nach München. Und theoretisch wäre die Bahn schneller. Doch die Politik hat sie kaputt gespart. Wollte sie fit machen für die Börse, nicht für die Zukunft. Man könnte fast Verständnis haben für die Probleme heute. Wenn du tagtäglich
draußen stehst und dir den Hintern abfrisst, nein. Dann hält das Verständnis sich sehr in Grenzen. Es hakt an vielen Ecken. Zwar stellt das Unternehmen regelmäßig neue Fahrgastrekorde auf, doch das Netz ist massiv überlastet. Auch weil seit der Bahnreform 1994 mehr als 5400 Kilometer Bahnstrecken stillgelegt wurden. Auch viele Bahnhöfe sind aufgegeben. Heute quetschen sich immer mehr Züge auf ein viel zu kleines Netz. Das führt zu Stau und Verspätungen. Im Fernverkehr dümpelt die Bahn im Schnitt bei 65% Pünktlichkeit. Ein Negativrekord. Und für die Bahn gelten Züge ja sogar dann als pünktlich, wenn sie bis zu 6 Minuten zu spät kommen. Ob dadurch Anschlüsse verpasst werden oder nicht. Es muss sich was tun. So viel steht fest. Stefan Karsten forscht über Mobilität und ist ein gefragter Ratgeber auch für Wirtschaft und Politik. Um den Klimawandel aufzuhalten, um die Verkehrswende zu schaffen, brauchen wir doch nur eine pünktliche, verlässliche Bahn. Was ist daran so schwer? Es ist total einfach. Wir müssen diese Entscheidung treffen, dass wir die Verkehrswende realisieren wollen. Und wir müssen massiv, wirklich massiv in Schieneninfrastruktur investieren. Hier wurde massiv investiert. 4 Milliarden Euro. Ein Prestigeprojekt der Bahn wird nach 12 Jahren Bauzeit eingeweiht. Hallo, wie geht's dir? Gut. Die Neubaustrecke nach Ulm ist Teil der geplanten Achse Paris-Bratislava und bekommt den göttlichen Segen. Gepriesen seist du, o Gott, der unser Gebet erhört. Amen. Was kann die Bahn von Jesus lernen? Sie kann von Jesus kann sie lernen, den Blick auf den Menschen zu richten. Die Zeiten waren auch nicht anders, als Jesus gepredigt hat. Und er war davon überzeugt, das Reich Gottes kommt. Und glauben Sie, das Reich zufriedener Mobilität kommt auch noch für uns? Das hoffe ich sehr. Dieses eine Leuchtturmprojekt der Region bringt 15 Minuten Zeitgewinn. Solange das zweite noch nicht fertig ist, Stuttgart 21. Dann soll es rund 30 Minuten schneller gehen. Die Zeremonie in Ulm beginnt zur Musik von Two Steps from Hell. 2 Schritte entfernt von der Hölle. Ich finde, dass das Bahnbashing aufhören muss. Die Schiene ist ein toller Verkehrsträger. Und vor dem Hintergrund ist es ja so wichtig, dass wir den Sanierungsstau abbauen, eine Generalsanierung des Netzes vornehmen, aber auch Kapazitätserweiterungen dann planen. Es sind große Pläne, die die Politik mit der Bahn hat. Das ist gut. Doch die Realität macht so manchen großen Plan ein bisschen kleiner. Auf einer neuen Strecke der Deutschen Bahn in Baden-Württemberg ist es gleich am zweiten Tag zu Ausfällen gekommen. Die Züge zwischen Wendlingen und Ulm müssen wieder über die alte Trasse geführt werden, sodass sich die Fahrzeit mitunter um etwa 1 Stunde verlängert. Alle sind sich einig, dass wir Neubaustrecken brauchen, damit die Bahn wirklich schnell, pünktlich und zuverlässig wird. Aber geht das alles schnell genug? 60 Kilometer sind es von Wendlingen bis Ulm. 60 von insgesamt 74 neu gebauten Schienenkilometern 2022. Demgegenüber wächst das Straßennetz in Deutschland um rund 10.000 Kilometer jedes Jahr. Fast 70% der PendlerInnen in Deutschland fahren mit dem Auto zur Arbeit. Nur 13% nutzen öffentliche Verkehrsmittel, wie die Bahn. Einer von ihnen ist Markus Kühl. Moin. Guten Morgen. Ne? Morgen. Ich muss mal eben hier noch für mich wenigstens eine Fahrkarte kaufen. Du hast ja eine. Ja, richtig. Aus Kaufbeuren muss er täglich grobe Richtung gen München, ins kleine Landsberg am Lech. Gut 30 Kilometer. Fährt durch der Zug? Nein, ich muss oftmals 2-mal umsteigen. Das wirklich Ärgerliche ist eben, die umsteigefreien Verbindungen zu unserem wichtigsten Ziel hier nach München haben sich in etwa halbiert. Das heißt, die Verkehrswende ist erstmal abgesagt. Verkehrswende ist für Kaufbeuren, Ostallgäu abgesagt. Verkehrswende.
Das sollte eigentlich heißen, weniger Autoverkehr, mehr klimaneutrale Mobilität, mehr Bahn. Für Markus aber bedeutet das heute 30 Kilometer, drei Züge, zweimal umsteigen. Wie muss man gestrickt sein, dass man sich das jeden Tag antut? Ja, man muss sehr, sehr leidensfähig auf jeden Fall sein oder Überzeugungstäter. Markus Kühl ist beides. In Kaufbeuren macht er Politik für die Grünen, ist Umweltbeauftragter des Stadtrats und fährt mit der guten alten Diesellok. Mit Diesel fahren wir schon seit Ewigkeiten. Wenn wir da wirklich was dran ändern wollen, was wir müssen, dann müssen wir in die Puschen kommen. Erst 61% des Netzes in Deutschland sind elektrifiziert. Pro Jahr wurden es zuletzt im Schnitt 65 Kilometer mehr. Um das Ziel der Bundesregierung bis 2030 zu erreichen, müssten es von nun an 500 Kilometer im Jahr sein. Markus Kühl blickt neidisch zu den Nachbarn. In die Schweiz. Sie haben halt frühzeitig angefangen, auf den Verkehrsträger Bahn zu setzen. Und was nicht außer Acht gelassen werden darf, ist, die Schweiz hat keine Automobilindustrie. Keine Automobilindustrie. Ist es wirklich so simpel? Tatsache ist, die Schweiz ist Bahnland. Durch und durch. In der Leitstelle der SBB in Bern erzählt ein stolzer Bahnmanager von einem Erfolgsmodell. Das ist Basel hier. Und dann geht es hier in die, nach Olten und weiter. Und Sie sehen da, wenn es da einen Plus hat hinten, dann ist der Zug etwas verspätet. Und wenn nichts steht, dann sind die Züge pünktlich unterwegs. Und heute Morgen ist ein sehr zuverlässig guter Morgen. Da sind eigentlich alle Züge auf dem Strich, also minutengenau unterwegs. Und was ist hier jetzt? 964, 6 Minuten plus, da wird der Schweizer Bahner ja schon nervös. Ja, jeder Zug, mehr als 3 Minuten Verspätung hat, poppt bei uns auf. Und da muss man dann eben schauen, wie groß die Auswirkungen sind. Also wir hatten eine große. Manches kann man lernen von der kleinen Schweiz. Große Probleme entstehen erst gar nicht, wenn man sie löst, solange sie noch kleine Probleme sind. Und an allen großen Knotenpunkten haben wir sogenannte Dispo-Züge. Die sind besetzt mit Lokpersonal und Kundenbegleitpersonal, die wir dann auch einschießen können, um die Verspätung an einem Knotenpunkt aufzufangen und mit einem pünktlichen Zug weiterzufahren. Eigentlich sind die bereit wie die Feuerwehr. He? Und das führt dazu, dass wir nicht diesen Domino-Effekt haben, sondern dass dann die Kunden eben ab diesem Punkt, wo wir reinschießen, wieder pünktlich reisen können. Klar, das Bahnnetz in der Schweiz, das ganze System Bahn, ist hier etwa 10-mal kleiner als in Deutschland. Verblüffend ist es trotzdem. Die Züge fahren zu über 92% dann, wann sie sollen. Die Bahn kommt. In der Schweiz stimmt das wirklich. Man sagt ja nicht umsonst, die Schweizer ticken wie ihre Uhren, also sind eben auch sehr pünktlich. Und da ist jeder Schweizer ein bisschen stolz drauf. Und wir haben seit jeher einen sehr großen Rückhalt in Bevölkerung und Politik. Der Effekt ist offensichtlich. Für rund 28% aller Wege nutzen die Menschen in der Schweiz öffentliche Verkehrsmittel. In Deutschland sind es nur gut 14%. Was kann die Deutsche Bahn, was kann die Bahn von der Schweiz lernen? Die Schweiz ist insofern mit Deutschland nicht zu vergleichen, als die Schweiz seit vielen Jahren pro Einwohner etwa 400 Euro pro Jahr in die Schiene steckt. In Deutschland. Damit könnten wir ja mal anfangen. Deutschland hatte seit in den vergangenen Jahren etwa 60 Euro in die Schiene gesetzt. Wir haben als Ampelkoalition das jetzt verdoppelt auf 124 Euro. Aber richtig ist, die Schweiz haben durch massive Investitionen in eine leistungsfähige Infrastruktur die Grundlage dafür geschaffen, dass ein attraktives Angebot mit einem integralen Taktfahrplan gefahren werden kann. Und wir haben uns ja die Schweiz in Deutschland zum Vorbild genommen. Ein unvergleichbares Vorbild. Taktfahrplan, das heißt viele Züge, viele Anschlüsse, kurze Wartezeiten, überall. In der Schweiz machen sie das seit 1982. Dass dieser Taktfahrplan klappt, braucht es eine sehr, sehr präzise Planung.
und viel Zielorientierung, dass man diesen Taktfahrplan dann auch realisieren kann. Das heißt, die Politik muss wollen, das heißt, das Unternehmen muss wollen und das heißt, es muss auch von den Kunden verstanden werden, welche Vorteile ein Taktfahrplan mit sich bringt. Und welche Vorteile bringt er mit sich? Bei uns kommen alle Züge zur vollen Stunde als Beispiel in den Knoten hinein, warten dann dort, um alle in alle Richtungen die Anschlüsse sicherzustellen und gehen dann wieder hinaus. Das heißt, heute als Berufspendler brauche ich nicht mehr in den Fahrplan nachzuschauen, sondern ich weiß ganz genau, um 20:30 fährt mein Zug von Bern nach Zürich und das jeden Tag zu jeder Uhrzeit. Sowas wollen wir eigentlich auch. Den Deutschlandtakt ab 2030. Die Große Koalition hatte ihn bereits 2018 als die Revolution ausgerufen. Von Wismar nach Trier, von Cottbus nach Aachen. Jede Stunde ein Zug. Schnelle Verbindungen. Umsteigen ohne langes Warten. Direkte Busanschlüsse im ländlichen Raum. Dafür bräuchte es von allem mehr. Züge, moderne Bahnstrecken, Personal. Das hat die Vorgängerregierung schon begonnen, sodass wir sagen, in den nächsten 50 Jahren als Jahrhundertprojekt will man einen integralen Taktfahrplan in Deutschland umsetzen. Und es ist notwendig, um die Klimaziele zu erreichen. Jetzt sagen Sie Deutschlandtakt in 50 Jahren. Die Vorgängerregierung hat immer noch vom Deutschlandtakt 2030 gesprochen. Und Sie haben offenbar jetzt eingesehen, dass das eine Vision ist, oder? Der Deutschlandtakt erfordert ja Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe. Also wir gehen da von etwa 50 bis 60 Milliarden Euro aus. Und da ist es völlig klar, und da war es auch immer klar, dass das Jahrzehnte dauert. 50 Jahre. Nun also Deutschlandtakt 2070. Die Klimaziele werden wir so verfehlen. Die Bahn bleibt aus dem Takt. Die Schweiz zeigt jetzt das Stoppschild. Für deutsche ICEs, die bisher bis in die Alpen fuhren. Bei uns sind die internationalen Züge in den Taktverkehr eingegliedert. Das heißt, der Zug, der von Deutschland, von Hamburg kommt, macht bei uns dann eben einen Teil dieses Taktfahrplanes aus. Und da haben wir jetzt auch aufgrund von Schwierigkeiten und Verspätungen haben wir gewisse Züge an der Grenze gebrochen, damit wir da national unsere Zuverlässigkeit weiter sicherstellen können. Man kann also sagen, die Deutschen waren zu unpünktlich und sie wollten sich nicht weiter ihren Takt durcheinander bringen lassen. Ja, wir haben einfach geschaut, dass wir für die nationalen Kunden eine gute, zuverlässige Lösung bringen können. Gute, zuverlässige Lösungen. Heute. Jetzt. Hier bei der Deutschen Bahn hätten sie die gerne. Ich gebe zu, wir sind auch etwas neidisch, wenn wir in die Schweiz schauen. Denn in dem Land ist es ja vor vielen Jahrzehnten schon Konsens gewesen, dass man auf die Schiene setzt. Aber ich erkenne auch ein Umsteuern in der Politik schon seit Jahren. Deswegen ist die finanzielle Ausstattung jetzt so, dass wir den Instandhaltungsrückstand auch wirklich abbauen können. 8,9 Milliarden Euro pumpt der Bund dieses Jahr in die Schiene. Sogar etwas mehr als in die Straße. Die Politik verkauft das als richtungsweisend. Allerdings, für Land- und Dorfstraßen bezahlen Länder und Kommunen weitere Milliarden. Für die Bahn zahlt nur der Bund. Und ob das Geld reicht, daran hat Enak Ferlemann große Zweifel. Er war in der Großen Koalition für die Bahn verantwortlich. Die Ampelregierung hat seine alte Finanzplanung im Wesentlichen einfach übernommen. Das hat sich natürlich jetzt alles deutlich verändert, vor allem durch die unglaublichen Steigerungen, die wir bei den Baupreisen, bei den Baukosten haben. Und dann schreibt man aus und dann stellt man fest, dass man eben zum Teil 10, 15, bei manchen Gewerken sogar 30-prozentige Baukostensteigerung hat. Dazu kommt jetzt die nächsten Jahre ja noch die deutlich ansteigende Inflation. Das heißt, diese Etats reichen um Längen nicht mehr aus, um die Bahn so zu ertüchtigen, wie wir das uns alle gemeinsam vorstellen. Man hätte einen viel größeren Schluck aus der Pulle nehmen müssen. 12 Jahre lag die Zukunft der Bahn in den Händen von CDU/CSU. Aktuell streitet die Ampel über die Verkehrswende. Und der Sanierungsfall Bahn fällt der FDP zu.
Es laufen ja gerade in der Koalition Gespräche über die künftige Finanzierung. Und ich gehe da davon aus, dass es gelingt, nennenswerte zusätzliche Beträge zu mobilisieren. Die Kritik der CDU-CSU kann ich allerdings nicht nachvollziehen, da ja die CDU-CSU hier dieses Haus und auch die Infrastruktur nicht in tatenlosem Zustand übergeben hat. Und da kommt eigentlich so eine Kritik jetzt fast einer retrograden Amnesie gleich. Nun also ist die FDP zuständig für die Verkehrswende und mahnt beharrlich, zu deutliche Einschnitte beim Auto würden der deutschen Wirtschaft schaden und damit uns allen. Der Dauerstreit mit den Grünen. Noch arrangieren wir uns in Deutschland offenbar mit einer Bahn von gestern. Ihre nächsten Anschlüsse, RB 69 nach Landsberg. Letztes Mal umsteigen für Markus Kühl. Seine Grünen regieren in Berlin zwar mit, aber eben nicht im Verkehrsministerium. Extrem bitter. Man ist ja in so einem Zwiespalt. Ja. Man ist ja mit in Regierungsverantwortung mit einem Koalitionspartner FDP und der aber leider nicht in unserem Sinne die richtigen Schritte in die Wege leitet. Ja. Ich würde mir tatsächlich einen anderen Verkehrsminister wünschen, der die Sachen tatsächlich erkennt und umsetzt in Sachen Verkehrswende. Aber es kostet sehr viel Geld. Natürlich kostet es viel Geld, das ist gar keine Frage. Aber bei Straßenbauprojekten, da fragt auch niemand nach dem Geld. Dies ist keine Bahnbaustelle. Hier wird die höchst umstrittene A100 gebaut, mitten durch Berlin. Bauabschnitt 16. 700 Millionen Euro für 3,5 Kilometer. Umgerechnet sind das 200.000 Euro pro Meter. Die A100 wird die teuerste Autobahn Deutschlands. Es ist eine Fortsetzung der Verkehrspolitik der letzten 60 Jahre. Es ist ein Stillstand. Ich kenne keine Stadt in Europa, wo heute noch Autobahnen gebaut werden. Keine. Überall wird in Fahrradwege investiert, überall wird in den Ausbau von ÖPNV und von Schienen investiert. Nur in Deutschland wird Beton verbaut für Autos. Verpennt Deutschland hier gerade die Zukunft? Definitiv, ja. Das ist ein Standortnachteil für Berlin und für Deutschland, was wir hier sehen. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine viel stärkere Priorisierung der Schiene. Genau das aber will die FDP offenbar nicht. Auf Druck der Liberalen hat der Bundestag beschlossen, auch Straßenbauprojekte sollen beschleunigt werden. Ist es da wieder das Autoland Deutschland? Die Verkehrswende und der Weg dahin sind umstritten. Fakt ist, wir müssen massiv CO2 einsparen, sind auf klimafreundliche Mobilität angewiesen. Es fällt auf, die Bahn war jahrzehntelang das Stiefkind der Politik. Deutschland denkt eben sehr stark vom Auto her. Also man hat zum Beispiel Flughäfen geplant, die direkt an Autobahnen liegen. Man hat aber gar nicht an die Schiene gedacht, weil das war unmodern geworden. Schauen Sie sich mal die vielen Gewerbegebiete an, die rechts und links der großen Autobahnen liegen. Da werden Sie keinen Bahnanschluss finden. Aber der Autobahnanschluss, der ist natürlich da. Vielleicht müssen wir das Denken verändern. Und vielleicht müssen wir für das Umdenken bessere Anreize schaffen. Die Pendlerpauschale, das Dienstwagenprivileg, die Dieselsubventionierung alleine machen schon 15 Milliarden, 16 Milliarden Euro im Jahr an politischer Subventionierung für das Auto aus. Ein gratis ÖPNV in Deutschland würde den Steuerzahler wahrscheinlich so zwischen 15 bis 20 Milliarden kosten. Das heißt, wenn man das mal vergleicht, hat man im Grunde genommen ein gleiches Verhältnis. Die Verkehrswende scheitert nicht an den Kosten, sondern sie scheitert an dem Willen der Politikerinnen und Politiker. Im Ministerium heißt es dazu, alle umweltschädlichen Subventionen kommen auf den Prüfstand. Unabhängig davon setzen der Minister und seine FDP weiter auch aufs Auto. Dabei liegen die Treibhausgasemissionen im Schienenverkehr satte 57% unter dem Pkw. Glaubst du, gerade die jungen
deine Generation würden auch wegen des Klimas sehr gerne mehr Bahn fahren? Oh, da bin ich mir sehr sicher, ja. Also gerade meine Generation, glaube ich, dass die dafür bereit sind, das Auto öfter mal stehen zu lassen und definitiv mehr Bahn fahren wollen. Knapp drei Viertel der 16- bis 29-Jährigen sind überzeugt, ein besserer öffentlicher Nahverkehr könnte die Klimabelastung wesentlich reduzieren. Wie viel kommt im Moment schon an bei euch von der Verkehrswende? Relativ wenig, muss man schon so deutlich sagen. Und so ein fortgeschrittenes Land wie Deutschland ist, dass da immer noch nicht geschafft wurde, die Bahn ordentlich auszubauen, gibt einem schon zu denken, finde ich. Fest steht, wir sind auf die Bahn angewiesen. Sie könnte eine echte Klimaretterin sein. Dafür aber müsste sie verlässlich funktionieren. Und wirklich alle müssten sie einfach nutzen können. Hier steht We Love 9 Euro. Das 9-Euro-Ticket aus dem letzten Sommer, war das eine gute Idee? Das war eine fantastische Idee. Es haben wahnsinnig viele Menschen zum ersten Mal erlebt, wie es ist, wenn sie sich Mobilität leisten können. Also für ganz, ganz viele arme Menschen war das ein Sommer von unfassbarer Freiheit. Mobilität, klimafreundlich, für alle bezahlbar. Das war die Idee. In Berlin gibt es seither das sogenannte 29-Euro-Ticket. Gültig nur im Berliner Stadtgebiet. Die Aktion hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die BVG inzwischen Abo-Millionärin ist. Die Zahl der Abonnements stieg um 20% auf über 1 Million. Im Mai kommt dann das bundesweite, teurere Ticket. Das 49-Euro-Ticket wird keinen Beitrag zur Verkehrswende leisten. In einer Stadt wie Berlin müsste ich, glaube ich, 17 Mal im Monat mit dem ÖPNV fahren, damit sich die 49 Euro für mich lohnen. Das heißt, die Menschen fangen jetzt an zu rechnen, zu kalkulieren. Brauche ich das? Lohnt sich das überhaupt? Und viele werden bei ihrem angestammten Mobilitätsverhalten bleiben. Dabei ist der Preis nur ein Aspekt von mehreren. Ich weiß nicht, ob Sie öfter Bahn fahren? Nein, zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder, weil ich einen Pkw abholen muss. Warum holen Sie sich einen neuen Pkw? Sie könnten doch öfter Bahn fahren. Ich brauche ihn. Ich wohne derzeit so, dass ich keinen Bahnanschluss habe. Also da, wo ich wohne, brauche ich einen Pkw. Es geht nicht anders. Landsberg-Lech. Nach 40 Minuten ist Markus Kühl mit seinem Dieselzug angekommen. Politik ist kompliziert. Das weiß er als Grüner. Aber es müsste trotzdem endlich vorwärts gehen. Wer zuständig ist, ist dem Fahrgast egal. Sie müssen sich an einen Tisch setzen, ein Gesamtkonzept ausarbeiten. Denn wenn das Angebot stimmt, dann kommen auch die Fahrgäste. Da bin ich überzeugt. Das ist die Vision. Eine Bahn, mit der wir gerne fahren. Bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Aufgrund einer angesprochenen Brandmeldeanlage ist es notwendig, dass die Reisenden die Wagen 7, 6 und 5 verlassen. Keine Pannenbahn, sondern moderne, pünktliche Züge und schnelle Verbindungen. In Deutschland klingt das immer noch wie ein Märchen. Sind Sie enttäuscht davon? Sehr. Weil ich würde die Bahn ja gerne nutzen und werde im Prinzip mehr oder weniger gezwungen, aufs Auto wieder umzusteigen. Jetzt bräuchte es Mut und Haltung. Die Politik müsste viel Geld investieren und unbequeme Entscheidungen treffen. Das alles heute für die Bahn von übermorgen.